Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Heute wieder mal beim Grappling-Turnier, wieder mal sehr, sehr, sehr spontan. Hast du mir eingebrockt? Ja. Und noch mehr. Der liebe Michael. Ja, grüß dich. Grüß dich. Heute sind wir zusammen auf diesem Turnier. Ich mache die Beginnerklasse, er macht die Advanced-Klasse. Bist du fit? Bist du bereit? Wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht sehr fit. Nee. Ich bin nicht sehr bereit. Ich lasse das mal alles auf mich zukommen. Wenigstens ehrlich. Aber ich komme aus einer großen Verletzung, also einer größeren Verletzung gerade. Ja. Bin jetzt seit 2 Wochen wieder im Training. Also Michi wird heute bei dir ein bisschen rüber gucken. Ja. Ja, ich hoffe, sonst muss genau. Auch weg mein Training. Ja, ich bin jetzt nicht der Pro-Grappler, so, aber ein bisschen Tipps kann ich dir schon geben. Wichtig ist halt, dass du einfach die Erfahrung mitnimmst. Testler ne Chojo. Klingt schon cool. Klingt cool, aber hat uns wirklich das Leben sehr schwer gemacht auf der Fahrt hierher. 1000 Mal tanken, du kannst nicht so schnell fahren, weil der Akku sonst alle geht. Und ich bin heute um 5 Uhr hier angekommen und es ist jetzt gerade 9 Uhr. Also besten immer eigentlich. Voraussetzung, um richtig Gas zu geben heute im Grappling. Was sagt der Trainer heute zu dem Auftritt? Mal gucken, wie er sich so macht, ne? Ich habe mich heute als Coach eintragen lassen. Ja, ich stehe in seiner Ecke. Ich habe keine Ahnung von Grappling, aber das wird schon. Auf jeden Fall, jetzt wird es aufgewärmt und davor gibt es noch eine kleine Booster Kite. Das ist schon alles gemischt in dem Shaker, war meine letzte Portion. Was ist das denn jetzt? War schon da drin. Ah, okay. Hab ich okay. Mich vorbereitet. Ich habe meine Shaker verloren. War letzte Portion Booster. Und sogar diese Hose haben wir auf der Fahrt gekauft, weil ich alle meine Grappling-Hosen verloren habe. Kontakt. Du musst öfters auf die Beine. Ja, sehr gut. Das Bein hinten einhaken. Scheiße, Dank. Nicht zufriedenstellen. Warum sind wir gewonnen? Wie ist die Luft? Scheiße. Scheiße. Echt Scheiße. Osama gibt dir auch Tipps. Michi hat auch was gehört. Hörst du das? Ich küsse beide deren Herzen. Okay. Schau den beiden zu. Sehr gut. Meine Ausdauer spielt nicht so mit. Den kann ich nicht alles umsetzen. War ein sehr erfahrener Mann. Der war viel erfahrener als du. Mann, schlecht. Ich kick doch mal stark. Ich bin sehr enttäuscht. Ach, der hat viel mehr Erfahrung als du. Weißt du, wie viele Turniere der schon gemacht hat? Hat keinen Bock abzutappen? Ich tapp nicht bei sowas. Arm okay, Bein okay, ist gefährlich. Kämpfermentalität. Ich danke dir, Michael. Pass auf beim Ringen ein bisschen, dass du ein bisschen mehr Level-Change machst. Du bist immer nur am Kopf. Versuch mal oben, unten, oben, unten. Ja. Vor allem an der Cageball. Du drückst die so geil mit deinem Gewicht rein, du machst es richtig gut. Aber dann bist du nur oben. Das fuckt mich so, oder? Ja, aber wenn du jetzt nicht im Training warst und du verletzt warst und so, dann ist das normal. Ich habe genug, wenn ich suche, ich habe genug Ausreden gerade. Aber ich habe ja trotzdem gesagt, ich mache heute hier mit. Dann will ich auch competitive sein. Auf jeden Fall mit dem Sieg jetzt noch rausgehen, wenn du noch einen Kampf hast. Schade. Wenigstens etwas. Je mehr du trainierst, je mehr du das machst, desto mehr kommt es. Das verstehe ich. Ich habe auch sehr, sehr Probleme mit den Positionen. Wenn ich mal in der Mauer drin bin, dann nehme ich auch mehr oder gar ja. Halten muss, ist ganz schwierig. Ich
musst halt die ganzen Escapes halt immer üben und so. Aber es ist halt Erfahrung, das kommt. Das merkt man am Anfang, hat man gar keinen Plan, was muss man machen, welchen ab. Gestern habe ich zum Beispiel hier, der René hat es gesehen, mit dem Tristan trainiert, das ist so ein Pro. Der hat für alles einen Plan, der denkt 10 Schritte voraus, der weiß, wenn du so machst, macht der das kommt irgendwann. Das braucht man. Hast du da unten Ketten dran gemacht, oder? Nee, ich hab nur fest gezogen. Ich hab versucht, mich da rauszudrehen, du hast aber auch gemerkt. Mein Kameramann hat mir gesagt, heute ist ein Grappling-Turnier. Wie heißt du, Bruder? Hartnor. Albaner. Ja, ich hab noch. Hartnor. So, Siegerehrung. Es geht. Wir wissen leider noch nicht, welcher Platz, oder? Genau, es geht zur Siegerehrung. Ich habe gar keinen Plan, welcher Platz. Das könnte der erste sein, es könnte der zweite sein, es könnte der dritte sein. Meine Kämpfe sind durch. Der Bruder Osama hat auch seinen letzten Kampf jetzt gemacht. Alle Kämpfe gewonnen, Alhamdulillah. Hat einen sehr coolen Mundschutz auf jeden Fall auch. Ein riesen Dankeschön an dich. Schön, dass ihr da wart. Micha und Osama standen die ganze Zeit von außen, haben mir Sachen gesagt, was ich machen soll. War auf jeden Fall eine sehr große Erleichterung. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Aber wir kämpfen, das ist der Unterschied. Und Glückwunsch einmal zum ersten Platz. Dankeschön. Wir sind hier immer noch im Fight Club, aber hier gibt es auch ein Wrestling. Das ist ein Wrestling-Ring, wie ihr das von SmackDown so kennt. Ja. Der ist voll cool, kannst einfach fallen. So. Die Kämpfe sind durch. Wir machen ein kleines Fazit. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Micha. Er hat den ersten Platz geholt. Glückwunsch auch an dich. Bei mir war es der zweite Platz. Wir nehmen die Erfahrung mit und arbeiten daran, dass wir das nächste Mal besser machen. Safe. Aber allein die Eier zu haben, da reinzugehen und mitzumachen, finde ich auch sehr, sehr stark. Und das muss man auch würdigen, auch alle anderen, die da irgendwie verloren haben vielleicht oder so. Ja. Hey, man geht da auf ein Turnier und man messt sich mit anderen. Und ich finde, das hat schon Respekt verdient und du hast es gut gemacht. Ich habe es ja schon gesagt im Gespräch, da fehlt so ein bisschen das Grundverständnis noch leicht. Also du wählst manchmal die falschen Wege oder das Level-Changing, aber das kommt halt alles mit der Zeit. Also du bist ja noch voll am Anfang. Es war bei mir nicht anders. Ich bin immer noch kein Pro, weiß Gott nicht, aber du kriegst so die Erfahrung. Deswegen, man muss da einfach Routine immer machen und mit guten Leuten trainieren. Okay, dann geht es jetzt für uns noch weiter. Genau, wir gehen jetzt was Schönes essen. Ja. Ein bisschen runterkommen. Wir waren was essen bei Xiao. Ein gutes Restaurant. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf. Wir müssen die Leute binden jetzt, damit sie jetzt nicht ausschalten. Es geht nach Düsseldorf, wir haben eine Menge Spaß, wir haben einen Tesla. Dieser Tesla bringt uns auch eine Menge Spaß. Erstes Mal mit Tesla. Ein bisschen für Aufregung sorgen, weißt du? Ein bisschen Show machen, kannst du ein bisschen Präsentation zeigen. Es geht nach Düsseldorf. Wir sind gerade im Kühlschrank von Edeka von Düsseldorf. In welchem Edeka sind wir? Keine Ahnung. In dem krassesten Edeka? Ja, in einem sehr krassen Edeka. Zu Heiders. Wir sind gerade in einem Kühlschrank drin. Hier gibt es Getränke. Aber nichts Zero, deswegen gehen wir leise weiter. Ein bisschen Proteinzufuhr decken. Bitte was? Ich muss meine Proteinzufuhr decken. Mit MP-Produkten? Mein Whey ist im Hotel. Wow. Willst du es erklären? Ist das Feige? Syrien hat so Trockenfrüchte und Spiele, wa? Feige war. Auf jeden Fall. Und wir drücken jetzt hier drauf und der Verlierer geht an die Kasse zahlen. Diese Parkkasse. Ja, wie die Parkkasse ist Arsch der Welt. 1, 2, 3. Ja! Ich schwöre auf alles, ich wusste das. William, red weiter über Internet. Mehr haben wir auch nicht gefunden hier. Ja, aber das kann man schon noch mal machen, oder? Ja, das, dann sehen wir ein bisschen Düsseldorf. Ich bin auch sehr müde mittlerweile. Hab ja meinen Mittagsschlaf gemacht. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir gucken uns noch ein bisschen Düsseldorf aus der Höhe an. Auf jeden Fall, was dann zum Turnier zu sagen ist, war eine gute Erfahrung, war gut, dass wir es gemacht haben. Auch wenn es sehr spontan war. Und, an der Stelle auch ein riesen Dankeschön an die Jungs, mit denen ich hergekommen bin. An euch da draußen, die mitgefiebert haben und den einen oder anderen, wo ich vielleicht nicht die Leistung gebracht habe, die ich gewünscht habe. Im zweiten Kampf war dann natürlich die Energie weg und dementsprechend ist auch der Kampf verlaufen. Sauerstoff ist wenig, man hat nicht so viel Power, man achtet einfach nur darauf, dass man das gut über die Bühne bringt. Und da habe ich auch, sage ich euch ehrlich, versucht einfach nur mich draufzulegen und nach Punkten zu gewinnen. Ist mir nicht gelungen. Ich habe mich falsch hingedreht, dies, das, da hat man auch gar keinen Kopf mehr für, wenn man kaputt ist von Ausdauer her. Und habe mich schlafen gelegt. Schlafen gelegt. Ja.
Und dann bin ich aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gelacht, weil ich mir schon vorgestellt habe, wie die Jungs mich auslachen. Dann komme ich zu denen und die singen russische Schlaflieder bei Shkibu. Aber ich muss dazu sagen, ich war nicht komplett weg, ja? Das war ein Zwischending. Okay. Ich kriege so Zitteranfälle, wenn ich davor beim wegzunicken, aber ich bin noch bei mir. Warum tappst du nicht? I don't tap like chicken, ich werde nicht tappen. Aber also bei natürlich Knie oder Arm ist man dumm, wenn man nicht tappt, aber es ist nicht so schlimm, denke ich mal, ab und zu einzuschlafen. Danke an euren Support und vergesst nicht, macht ihr alles, aber leise alles.